Hallo und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Pro Cycling Manager. Bevor wir ins nächste Rennen starten, schauen wir uns hier noch das Ergebnis vom Coppa Sabatini an. Diego Lisi gewinnt vor Giovanni Visconti und Hooch Carthy. Das sind also die Top 3. Rest seht ihr. Und jetzt geht's zur Tour de Eurometropol. Ich habe mir gedacht, komm, ich nehme sie mal mit, weil wir haben ja dann eh die Pressekonferenz. Also die beiden Rennen, die jetzt noch kommen, nehmen wir also nochmal mit. Tour de Eurometropol ist, glaube ich, auch ein Rennen, das zuletzt der gute Danny McClay gewinnen konnte. Steht hier leider nicht drin, aber ich meine ja. Favoriten für heute sind Jens de Büschere, Mike Teunissen, Davide Cimolai, Pascal Ackermann, Ramon Sinkeldam, Geoffroy Soup, Jay McCarthy, Daniel McClay, Zuojin Liu, Luke Rowe und Jakub Marechko. Und damit kommen wir nochmal zu unserem Kader für dieses Rennen. Jan Brockhoff, Guillaume Bouvier, Spengler, McClay, Liu, Biedermann und Stui sind für dieses Rennen angemeldet. Ja, ich würde sagen, wir legen los. So, da sind wir also im Rennen. Herzlich willkommen zur Tour del Eurometropol. Ich weiß nicht, zeigt sich hier oben links, wenn ihr euch mal die Form unserer Fahrer anschaut, zeigt sich da eventuell schon der Trainingsplan, den wir so ein bisschen überarbeitet haben? Was meint ihr? Sind das Auswirkungen oder ist das jetzt einfach nur Zufall? Ich bin mir da nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt. Ja, und damit herzlich willkommen im Rennen Tour de Eurometropol. Wie gesagt, heute also ein recht lustiges Rennen, denn es geht die ganze Zeit leicht bergauf und bergab. Wenn man sich das nicht genau anschaut, so wie wir es gerade getan haben, könnte man leicht sagen, yo, ist ein flaches Rennen. Aber dem ist eben nicht so. Ich kann euch auch schon mal ein bisschen anteasern, was diesen Spielstand hier angeht. Es wird sehr, sehr interessant, sage ich nur, was die Transfers angeht. Also da ist wirklich viel passiert. Nicht nur in unserem Team, auch in anderen Teams ist sehr viel Kurioses und sehr viel Cooles und sehr viel Lustiges auch passiert. Also ich denke, das wird sich lohnen. Da werden wir aber noch drauf eingehen, auf das alles, was denn da so passiert ist. So, Rafa Stui ist unterwegs, versucht sich ja also in die Gruppe des Tages zu schmeißen. Hat hier eine sehr, sehr gute Tagesform. Von daher ist dieser Versuch ja auch verständlich. Vorne haben wir aktuell Hager, Van der Horn, Tasset und Dükenoi, würde ich ihn jetzt mal aussprechen, ohne genau zu wissen, ob das denn richtig ist. So, Rafa Stui will auf jeden Fall weg und schafft das hier auch. Also jetzt erstmal Rafa Stui solo unterwegs, versucht jetzt im Alleingang die Ausreißer einzuholen. Schauen wir mal, ob wir das schaffen. Naja, es sieht zumindest besser aus, als wenn wir jetzt noch auf die anderen beiden da warten. Komm schon, Junge. Boah, es kostet so viel Kraft, den hinterher zu jagen. Das ist halt gerade richtig doof. Aber er schafft's. Rafa Stui schafft's. Ist jetzt also ein Teil der Ausreißergruppe. Sehr schön. Kann sich da jetzt erstmal ein bisschen erholen. Pozzato sehen wir hier von der Mannschaft wie hier. Triestina. Auch natürlich ein Altbekannter. So, zwei Fahrer kommen hierzu noch. Van Fuchelen und De Pepe. Und damit also zwei Fahrer aus dem Team Argo Aqua Service. Jetzt gleich in der Spitzengruppe, wie es aussieht. So. Tempo ist ja recht gemächlich. Dann kann Rafa auch wieder mit durch die Führung gehen. Damit haben wir jetzt also sieben Fahrer in der Spitzengruppe. Oben rechts seht ihr nochmal die Namen, falls ihr sie vergessen habt. Und ich denke schon, Rafa Stui wäre jemand, der hier durchaus Chancen hätte, wenn diese Gruppe durchkommt, das Rennen zu gewinnen. Ich weiß, Zukunftsmusik und so weiter. Aber kann man hier mal drüber reden.
So. Dann schauen wir mal, was das heute gibt. Stuhl hat sich auch wieder ganz ordentlich erholt von seiner Aufholjagd. Das ist sehr schön. Ja, es ist geil, dass die alle heute so eine gute Tagesform haben. Vielleicht hat ja das Saisonplanen doch geholfen. Muss man ja mal so sagen. Also vielen Dank nochmal an alle Kommentarschreiber, die mich darauf hingewiesen haben, dass man da doch ein bisschen mehr drauf achten muss. Vielleicht nicht so sehr, wie ich das jetzt bei dem CSC-Karriere-Video da gemacht habe. Da war es vielleicht doch ein bisschen arg übertrieben. Ja, ich habe auch ein bisschen Muffensausen davor, das in der nächsten Saison dann wieder zu machen, diese ganze Planung. Ja, da habe ich ein bisschen Schiss vor. Aber gut, was soll's. So, heute ist erstmal Tour d'Euro Métropole. Ein Rennen, das mit Sicherheit Möglichkeiten für uns bietet. Denn die ganze Mannschaft ist gut drauf. Danny McLaren hat eine +3er Tagesform. Das ist schon herausragend. Also mal schauen, was wir am Ende bewirken können. Aber heute hoffe ich einfach, dass wir ein geiles Resultat sehen. Das erhoffe ich mir wirklich. So, was ist jetzt los? Auf einmal Tempoverschärfung. Wahrscheinlich, weil hinten im Feld auch mehr Tempo gegangen wird. Der Vorsprung ist wirklich sehr gering. 2,5 Minuten gerade mal für die Ausreißer und das noch über 90 Kilometer vor dem Ziel. Das ist halt einfach sehr, sehr wenig. So, und an der Stelle können wir auch mal 8 machen, denn es passiert hier nicht so allzu viel. Da kann man das auch mal verkraften. Im Feld gab es wohl einen Sturz, wie es aussieht. Von einigen Fahrern, Pascalon unter anderem mit drin. Ja, Ariesen. Entschuldigung. Walscheid ist gestürzt. Peter Wening. Gatto. Roy Jans ist mit dabei. Also, da hat es schon einige bekanntere Namen hingehauen. Ist natürlich nicht schön. Muss man ja ganz klar so sagen. So. Wir schauen jetzt, dass wir hier einigermaßen heile Richtung Ziel kommen. Bislang sieht es ja ganz gut aus. 46 Kilometer sind es noch. Vorsprung bleibt stabil bei 2,5 Minuten, was mich ein bisschen überrascht, muss ich sagen. Aufgrund der Tatsache, dass der Vorsprung ja auch ungefähr gleich groß war wie jetzt gerade, als wir 90 Kilometer vor dem Ziel waren. Also vielleicht hat der Sturz tatsächlich so ein bisschen geholfen dabei, dass wir eben ja, so immer noch eine gute Positionierung haben im Rennen. Das, denke ich mal, kann man nicht leugnen. 37 Kilometer noch, noch immer sind die Ausreißer vorne. Noch immer besteht die Chance auf einen Sieg aus dieser Gruppe. Wir schauen mal nach McLaren und Co. Die fahren ungefähr da, wo ich sie haben möchte. Schön weit vorne im Feld, das passt. Wenn sie die Position beibehalten, dann wäre ich schon sehr, sehr glücklich. 1,5 Minuten Vorsprung noch für die Gruppe um Rafa Stui und Chad Hager. 30 Kilometer Marke ist jetzt gleich erreicht.
Also noch ist ein Vorsprung da. Klar, der schmilzt jetzt empfindlich. Das ist logisch. Die 5-Kilometer-Marke stimmt natürlich nicht. Das ist wohl wieder ein Rundkurs hier. Noch etwas mehr als eine Minute Vorsprung für das Hauptfeld. Tempo ist jetzt dann doch beträchtlich. Maretschko, Ackermann und Co. Alle sind sie ganz, ganz weit vorne. Und vorne gibt es jetzt Attacken in der Ausreißergruppe. Ja, das Thema hatten wir bei der Vuelta schon oft. Das bringt halt einfach nicht viel. So ehrlich muss man da sein. Das bringt halt einfach nicht viel. Aber klar, man kann es probieren. Es bringt halt nur nichts. 22 Kilometer sind es noch. Immer noch, naja, ein knappes Minütchen an Vorsprung für die Gruppe. Das ist natürlich nicht die Welt. Mathieu Ladagnoux für die Mannschaft FDJ macht da jetzt richtig Dampf. Will die Ausreißer hier wieder einholen. So, Rafa Stui folgt jetzt mal der Attacke von Fuchelen. Von Van Fuchelen natürlich. Um genau zu sein. So, und wir können eigentlich so langsam aber sicher einen Sprintzug starten. Rafa Stui, der muss jetzt hier nicht unbedingt Vollgas geben, ganz ehrlich. So, wir werden jetzt mal einen Sprintzug vorbereiten, würde ich sagen. Wir nehmen mal Liu tatsächlich als Lead-Out-Man. Ich weiß nicht warum, es ist so ein kleines Bauchgefühl von mir diesmal. So, Spengler folgt Brockhoff. Brockhoff folgt Biedemann. Und Biedemann kann sich hier einfach mal so im Feld seinen Platz suchen. So, Rafa Stui ist jetzt auch eingeholt. Sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn dadurch können wir den Zug noch erweitern. Um einen Fahrer zumindest. So, Rafa Stui. Wo ist der Rest? Ja, ich hoffe, die fahren jetzt mal so langsam nach vorne. Die sind halt schon ziemlich platt, ne? 13 Kilometer noch. Boah, sind die platt. Ganz ehrlich. Du hängst dich mal ins Hinterrad. Dann kann Spengler von mir aus fahren. Brockhoff und Biedermann nehme ich jetzt mal komplett raus. Weil das bringt einfach gar nichts. Spengler darf noch ein bisschen fahren. Dann soll sich Stui mal ans Hinterrad von Spengler hängen. So, was mit McLay und so? Ja, sieht eigentlich ganz gut aus. Also eigentlich sieht es gerade ganz gut aus. Jetzt gibt es nochmal Attacken von Alex Kirsch und Julien Vermoot. Können sie gerne machen, habe ich nichts dagegen. Spengler jetzt 10 Kilometer vor dem Ziel auf der letzten Rille unterwegs. Jetzt kommt Rafa Stui nach vorne. Überholt jetzt seinen Teamkollegen. So, Rafa Stui jetzt vorne für unsere Mannschaft. Jetzt kommen noch weitere Attacken. Die wir jetzt einfach mal im Keim ersticken müssen. Jelle Wallais probiert es hier wegzukommen. Aber wir wollen das natürlich nicht zulassen. Das ist ja ganz klar. Sehr gut. Jelle Wallais hat ein paar Meter Vorsprung. So, Türkis nehmen wir gerade mal als Stütze. Kommt, Jungs, wir müssen jetzt Gas geben. Stui kann schon mal Gas geben hier. Mal so richtig Gas geben. Bonvin kann jetzt raus. McLay kann auch schon mal sein Gel nehmen. Jelle Wallais ist wieder eingeholt. Sehr gut. Jetzt Guillaume Bove vorne.
Guillaume vorne, der zieht jetzt den Sprint an für Liu, Ackermann am Hinterrad. Jetzt kommt Wojin Liu raus. Danny McClay ist am Hinterrad von Liu, kommt jetzt raus. Danny McClay, vielleicht ein Ticken zu früh gelauncht diesen Sprint. McClay ist ganz vorn dabei, am Ende vielleicht sogar zu spät gelauncht. Er hat noch ein bisschen Kraft übrig. Zweiter Platz für Danny McClay. Und 1,3 Kilometer vor dem Ziel habe ich den Sprint begonnen und es war zu spät. Das ist unfassbar. Das ist wirklich kaum zu verstehen. Also in jedem normalen Rennen in echt wäre er platt gewesen. Schade. Wieder nur Platz 2 für Danny McClay bei so einem Eintagesrennen. Das ist so ärgerlich. Das ist einfach so ärgerlich. Ah, Mann, ey. Und diese dummen zweiten Plätze. Pascal Ackermann holt sich also die Tour del Euro Metropol vor Danny McClay und Marcel Sieberg. Vierter Zuojin Liu, dann Luke Rowe, Jakub Marechko, Laurens de Vreese, Christopher Lawless, Jens de Büschere und Lukas Wisniewski. Ärgerlich. Zweiter Platz für McClay. Super Sprintzug allerdings von Team Austria Cars. Das muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Also Hut ab an die Mannschaftsleistung. Das war wirklich allererste Sahne. Ja, am Ende hat McClay noch ein bisschen Kraft über. Ich glaube, gegen Pascal Ackermann zu verlieren ist jetzt auch keine Schande. Aber klar ist natürlich, dass da durchaus mehr drin war, ne? Bovör wird noch 13. Ja, ich hadere wieder mal. Wer will es mir verdenken? So, als nächstes sehen wir uns dann das Memorial Marco Pantanian. Das allerdings erst in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen und bis dann. Tschüss.